Heute mein Thema, die Echternacher Springprozession. Hier sieht man, wie die Pilger zu der offiziellen Polka rhythmisch springen. Es gibt nur eine Polka-Musik, was den ganzen Tag wiederholt wird. Da ist man froh, wenn man ein Hörgerät hat, was man ausstellen kann. Zuerst habe ich mit jugendlichen Pilgern Kontakt gesucht. Alors, guten Tag. Die waren nicht nur aufgedreht, weil die von einem gut aussehenden Fernsehstar interviewt wurden, sondern weil die ganze Nacht gepilgert sind, um 5 Uhr früh morgens in Echternach anzukommen. Warum macht ihr das so früh? Keine Ahnung. Sind Sie jedes Mal dabei? Nein. Erstes Mal? Zweite Mal. Ja, wie war das erste Mal? Anstrengend. Ja? Und warum machen Sie das dann normal? Keine Ahnung. Die meisten Pilger sind aber tief religiöse. Die machen sich sehr viele Gedanken über die Kirche. Zum Beispiel über die Rolle der Frauen in die Kirche. Vor 3-4 Jahren hatten wir die erste Katechetin. Katechetin, ne? So wird das hier genannt, eine Katechetin, die den Priester ersetzt und so Scheiße, ne? Ja, was vorher nicht ging. Eine Frau hat. Ja, eine Frau diktiert hier die das Chor, die Kinder und das Gesang und so. Jetzt stehen sie da, jetzt kommandieren die schon vor dem Altar. Die dirigieren die Priester. Ne? Das dauert nicht mehr lange. In 2-3 Jahren. Mini-Jupp. Mini-Rock? Mini-Rock. Busen raus und so. Ja! Was er dann über Homosexuelle gesagt hat, das möchte ich Ihnen lieber nicht zeigen.